Verstehst du die Sprache deines Körpers, wenn er dir durch Symptome zeigen möchte, wie vergiftet du bist? Welche Symptome auf eine Vergiftung deines Körpers hinweisen und wie du ganz einfach täglich entgiften kannst, darüber spreche ich heute mit dem Gründer von Vivoterra, André Blank. Herzlich willkommen bei Vivoterra, hier und jetzt. Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass er sich heute die Zeit für die Fortsetzung des interessanten Interviews zum Naturzeolit Ultrafein nimmt und sage herzlich willkommen dem Gründer von Vivoterra, André Blank. Ja, hallo Francine, ich freue mich auch hier zu sein. André, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, täglich zu entgiften und was überhaupt die Gründe dafür sind, warum wir täglich entgiften. Den Link, lieber Zuschauer, findest du übrigens unten in unserer Videobeschreibung, denn auch dieses Interview mit André Blank kann ich dir nur von Herzen empfehlen. Damit du verstehst, warum Entgiften so wichtig ist, solltest du dir dieses auf jeden Fall noch einmal anschauen. Heute, lieber André, möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, welche Symptome uns denn eigentlich unser Körper zeigt und wie wir erkennen können, dass wir überhaupt vergiftet sind. Welche Wirkungen erzeugen diese Vergiftungen im Organismus und warum sind diese so gefährlich? Ja, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass ich eben letztes Mal schon mal erklärt habe, dass wir sowieso immer entgiften. Also unser Körper entgiftet sowieso immer. Und wenn du einen Schulmediziner fragst, sagen die oft, wenn jemand beim Arzt sitzt, im Sprechzimmer, dann für eine Sprechstunde, dann ist immer die Antwort dann, oder sehr, sehr oft, üblicherweise von einem Schulmediziner, ja, wir müssen nicht zusätzlich noch entgiften, weil das macht unsere Leber, unsere Nieren und so weiter sowieso. Und ja, das stimmt grundsätzlich. Aber die Vergiftung ist heute in einem viel, was heißt heute, seit Jahrzehnten, in einem viel höheren Maße, als dass der Körper entgiften kann. Und um das Prinzip zu verstehen, ist wichtig zu verstehen, wie funktioniert das überhaupt. Das heißt, alles, was ein zu viel ist, ein Überschuss an etwas, kann der Körper nicht ausscheiden oder alles, was zu viel ist und er nicht ausleiten kann. Die Entgiftungsfähigkeit des Körpers ist ja begrenzt. Und alles, was er nicht ausleiten kann, wird gespeichert. Und das heißt, diese Speicher oder die Speicher, die werden dann immer voller. Und da beginnen die Symptome, weil dann der Organismus nicht mehr richtig funktioniert. Und da beginnen Symptome wie, was merken wir als erstes? Müdigkeit. Also, nochmal zurück, um das zu verstehen. Alles, was wir zu viel einnehmen, wie zum Beispiel, wenn wir zu viele Kalorien, oder zu viele, es können auch die richtige sein, am Ende ist es für den, würde ich sagen, Massezuwachs, für das Körpergewicht. Egal, könnte man meinen und sagen, es ist egal, ob ich solche gute Kalorien oder schlechte Kalorien zu mir führe. Am Ende nehme ich sowieso zu. Ich kann auch vom Gesündesten zu viel haben. Ich kann auch sagen, ich esse Bio-Erdnussbutter, Bio-Kokosöl und so weiter. Alles, was an zu viel ist, ist nicht mehr gesund. Natürlich ist es noch ein Unterschied, ob ich an Gewicht zunehme mit gesunden Produkten und alles, was ich eben nicht verstoffwechseln kann, zum Beispiel durch Sport, wechselt. Es wechselt den Stoff, also Verstoffwechselung. Und dann kann ich zum Beispiel Fett verbrennen, das wird ja nicht verbrannt, sondern verstoffwechselt über das Lymphsystem und so weiter, über das Blutsystem und so weiter, über das ganze Fortasystem. Das Ganze wird verstoffwechselt. Und das ist das, was dann passiert, wenn es eben nicht verstoffwechselt werden kann, zum Beispiel von Fett in Muskulatur und so weiter. Oder eben umgekehrt, wenn wir nur rumsitzen, baut sich die Muskulatur ab, es kommt zu einem Muskelschwund. Oder? Der Werner Kieser sagt ja, diese Generation, Beispiel von unseren Eltern, zum Teil auch schon Großeltern, ist die erste Generation. Damit meint er seine, also würde ich sagen Großeltern. Seine Generation ist die erste Generation, wo er sagte, der Muskel verkümmert. Und wichtig ist zu verstehen, eben, dass nicht nur der Muskel, unser Darm verkümmert.
Das heißt, wenn jemand beginnt wieder mit gesunder Ernährung, sagen die Leute oft, ja, ich kann diese Produkte wie Hülsenfrüchte, die unbestritten sehr, sehr gesund sind, wie Vollkorngetreide und so weiter, kann ich nicht essen, weil ich bekomme Blähung. Ja, Stichwort Leaky Gut, die Darmschleimhaut ist nicht mehr so vorhanden. Das heißt, wenn jemand gesunde Produkte nicht vertragen kann, stimmt ja was schon nicht. Das ist wie jemand, der sagt, ich kann es nicht ertragen, was gesund wäre, am Morgen früh mit einem klaren und wachen Verstand aufzuwachen. Ich kann das nicht ertragen. Das wäre ja grundsätzlich unbestritten gesund, am Morgen früh aufstehen und am Abend früh ins Bett. Ich kann das nicht, ja, weil die innere Uhr aus dem Gleichgewicht ist. Und das sind alles Puzzlesteine oder Puzzlesteine, um zu vergiften. Das ist nicht nur ein Faktor. Und genauso ist eben Entgiften auch ein mehrstufiger Prozess. So, um das zusammenzufassen, das erste Symptom, was wir eigentlich immer merken und wo die Menschen dann reagieren, ist Müdigkeit. Es gibt die 7 Krankheitsstufen und die Stufe 1 ist immer Müdigkeit und jeder fühlt sich mal müde. Dann sagt er, ja, ich bin eine Zeit lang, habe ich zu viel Stress, nicht so gesund gegessen, viel auswärts, viel Stress, zu wenig Schlaf. Dann weiß ich was, dann kann ich das korrigieren. Wenn ich das nicht weiß, kann ich es nicht korrigieren. Und wenn du fragst, was ist so gefährlich daran an der Vergiftung? Und ich habe mir im Vorfeld, wurde mir noch etwas noch mehr bewusst. Nämlich, wie ich letztes Mal erklärt habe, auch die Vergiftung ist auch deshalb so gefährlich, weil wie funktioniert Manipulation? Ist auch eine Form von Vergiftung durch diese Medien zum Beispiel. Nämlich dann, wann ist eine Manipulation eine gute Manipulation? Und wie gesagt, Manipulation an sich ist nicht schlecht. Der kann auch ein Physiotherapeut, Osteopath manipulieren. Das ist nichts Falsches, erstmal Manipulation. Es kommt auf die Haltung drauf an. Ein Physiotherapeut, ein Masseur kann so manipulieren, dass es schmerzhaft ist. Manchmal ist es nötig, um einen Triggerpunkt zu lösen und so weiter. Aber im positiven Sinne eben Eustress, also positiver Stress, um sich dann wieder zu lösen durch Blutung und so weiter. Und genauso ist es mit unserem Darm, Leber, Nieren, unsere ganzen Entgiftungsorgane, die dabei eine Rolle spielen. So, und warum ist Entgiftung so gefährlich? Vergiftung so gefährlich? Weil wir sie nicht merken. Jetzt stell dir mal vor, für den Zuschauer, und das kannst du selber auch beurteilen, wenn wir eine Sache wissen, zum Beispiel zu spät ins Bett, immer zu spät ins Bett, chronisch, macht mich müde. Dann weiß ich, was es ist und kann es korrigieren. Und für die Menschen ist es einfach, auf eine Sache Wert zu legen und sagen, das ist es, das reduziere ich oder korrigiere das, das ist es. Nun ist es so, dass diese Vergiftung von gewissen Mächten gewollt ist. Und die wissen, wie funktioniert Manipulation und wie funktioniert Vergiftung. Jetzt stellt ihr einmal vor, dass diese Vergiftung eben nicht festzumachen ist an einer Sache. Wie zum Beispiel spät ins Bett müde, das kann ich korrigieren. Zu schnell fahren gibt eine Buße, Geschwindigkeitsübertretung und so weiter. Im Winter in den Bergen in einer schneebedeckten Straße zu schnell in die Kurve fahren, das kann ich vermeiden. Ich verstehe, was es ist, sonst fahre ich hinüber aus. Und weißt du, für den Zuschauer, das Wichtigste ist zu verstehen, diese Vergiftung ist so vielschichtig und das ist die Gefahr. Wir erkennen oft gar nicht, was es ist. Denn, und jetzt kommt der Punkt, der springende Punkt ist, ein bisschen Fluorid vergiftet dich nicht, wenn du sonst alles andere perfekt gesund hättest. Ein bisschen zu viel Schwermetalle vergiftet dich nicht, wenn du sonst. Ein bisschen Weißmehlprodukte. Dinkel ist auch Weizen, Dinkel, Emmerkamut, das sind Weizen. Das ist heute nicht mehr dasselbe. Ein bisschen Produkte, die dein Histaminspiegel in die Höhe drücken, wenn alles funktioniert im Organismus, macht das nichts, wenn alles andere sonst gesund wäre. Ein bisschen mal keine Bioprodukte, ein bisschen mal ein Dessert, überall mal eine Pizza essen draußen, was so ungesund ist. Das macht alles nichts. Aber über die Summe diese feinen, kleinen Vergiftungen überall. Und ich sage nicht, dass Zucker eine kleine Vergiftung ist. Jetzt kommt dazu, dass diese, wie ich nenne, diese kleinen Vergiftungen, Millionen überall, sind ja zum Teil massiv. 5G, Elektrosmog, Stress,
Was nichts anderes ist also ich rede wieder von Distress, ist eine andere Form von Angst. Warum habe ich überhaupt Stress? Nur weil ich Angst habe, Dinge nicht erledigen zu können, die Raubgebühren, auch Steuer genannt, nicht zahlen zu können, weil ich und so weiter. So, die Menschen haben davor Angst. Also die Vergiftung, und das ist so wichtig zu verstehen, ist so vielschichtig, an kleinen, feinen Stellen eben Fluorid, selbst wenn du eine Zahnseide kaufst, ist die noch mit Fluorid beschichtet. Darauf achtet man nicht. Das ist ja es ist immer nur. Genauso wie bei Zucker. Das hat sich so entwickelt, dass im Schnitt 170 Gramm Zucker pro Tag konsumiert werden. Und da musst du kein Schleckmaus sein. Das ist überall drin, in der Tomatensauce, überall, selbst in der Zahnpasta. Ja, Zucker. Lies nur mal richtig drauf, was da drin ist. Das wird nur nicht geschrieben, Zucker. Das hat andere Namen oder Süßstoffe und so weiter. Da wird überall gelogen. Warum? Weil dieses System lebt nur von den Kranken, nicht selbstdenkenden Menschen. Also zusammengefasst, warum ist es so gefährlich? Weil wir das nicht an einer Sache festmachen können. Und deshalb, weil es so gefährlich ist, ist es so wichtig, diese Maßnahmen zu ergreifen, eben nicht mehr neu vergiften, Regel Nummer 2. Nicht mehr neu vergiften. Und das ist so wichtig, denn wenn ich nicht mehr neu vergifte, bedeutet das für mich, alle diese Stellschrauben, diese Puzzlesteine, diese Vergiftungen, diese kleinen, auch eine Zahnseide, Zahnpasta, überall alles, nur noch Bio, nicht aus Plastikflaschen trinken. Ja, das ist mir zu viel, das will ich nicht. Dann lass es sein. Das ist jedem seine eigene Entscheidung. Wer aber wirklich gesund sein will, muss wirklich radikal umdenken, radikal von Radix, von Wurzel. Wirklich so. Und dann funktioniert es. Und da gibt es eben Möglichkeiten, ja. Danke für diese wertvollen Ausführungen nochmal und diese Zusammenfassung, André. Ich verstehe also jetzt, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass wir täglich entgiften sollten. Kannst du uns denn sagen, welche Möglichkeiten wir haben, um unseren Organismus zu entgiften? Erstens, alles Ungesunde weglassen. Dann vergiftest du nicht mehr neu. Zweitens, mit den richtigen Maßnahmen dauerhaft Körper, Seele und Geist in Harmonie bringen. Medizinisch geprüfter Naturzeolit Ultrafein ist das mit Abstand beste Mittel zur Entgiftung. Die Wirkung von medizinisch geprüftem Naturzeolit beruht auf der besonderen Eigenschaft, schädliche Stoffe bereits im Darm zu binden und damit die körpereigenen Entgiftungsorgane zu entlasten. So gelangen nicht nur weniger Gifte in den Körper, auch bereits vorhandene Schadstoffe, wie Schwermetalle, können durch die Wirkung der Zeolit-Ionen im gesamten Organismus neutralisiert, gebunden und ausgeleitet werden. Jetzt, wo du weißt, mit welchen Stoffen du deinen Körper vergiftest, stellen sich folgende Fragen. Frage: Wie lange muss ich entgiften? Antwort: Du musst nicht, du darfst. Frage: Macht es Sinn, permanent zu entgiften? Frage zurück: Stehen wir alle unter Dauerbeschuss von außen und werden wir alle permanent vergiftet und vergiften uns selbst permanent? Antwort: Ja, und sogar massiv. Ja, es macht Sinn, Maßnahmen zu ergreifen und Körper, Seele und Geist permanent zu entgiften. Es macht keinen Sinn, so lange zu warten, bis der Körper richtig schlimme Symptome zeigt. Je länger du wartest, desto heftiger werden auch die Entgiftungssymptome. Solange du gesund sein willst, solltest du deinen Körper laufend unterstützen beim Entgiften. Entgifte jetzt mit medizinisch geprüftem Naturzeolit Ultrafein. Wie gesagt, Regel Nummer 2, nicht neu vergiften. Denn was machst du zum Beispiel, wenn du eine Diagnose bekommst, wo die Schulmedizin nicht weiterkommt? Denn die Schulmedizin kann eine Sache wirklich gut: Symptome behandeln. Und wie ich letztes Mal erklärt habe, ist es nicht immer und in jedem Fall falsch. Manchmal muss das sein und ist auch richtig so und soll auch so sein. Aber gleichzeitig das Ungesunde weglassen. Oft ist es so leider, dass diese Pharmakon, diese Medikamente, die Symptome behandeln, neue Symptome, in den meisten Fällen, neue Symptome verursachen und das Kettenglied an einem anderen Ort schwächen. Also es kann ja nicht der Sinn sein. Und das bedeutet nicht alles Ungesunde weglassen. Eben wie der Hippokratische Eid,
first do no harm oder primum non nocere oder eben als erstes nicht vergiften oder als erstes nicht schaden. Denn dann, also, was machst du, wenn du eine Diagnose bekommst, wie zum Beispiel Hepatitis, eine Leberentzündung? Was kann die Schulmedizin machen? Ja, wenn es von Viren kommt, da können die nichts machen. Interessant. Wenn es bakteriell ist, das wird da nicht der Fall sein. Was kannst du machen? Nichts anderes bei all diesen Diagnosen. Zellwucherung, auch Krebs genannt, alle diese Schreckensdiagnosen, die Leute erst überhaupt richtig krank machen. Was kannst du machen? Zwei Dinge. Natürlich die fünf Bereiche auf zwei Dinge reduziert. Erstens, rausfinden, Bücher lesen. Was ist denn überhaupt alles ungesund über die Jahrzehnte, was uns da angeboten wird? Das verstehen, wenn ich das verstanden habe, und das muss man nicht alles auswendig lernen, da gibt es Menschen, die sich schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten damit befassen und das wissen, also liest man die Bücher, ich habe verstanden, Fluorid ist giftig, Zucker ist giftig, Weißmehlprodukte sind giftig. So, und selbst gesunde Dinge, wenn jemand ein Symptom hat, wie ein Leaky Gut zum Beispiel, wenn die Darmschleimhaut nicht mehr dicht ist, gehen selbst gesunde Produkte für einen Moment lang nicht. Dann ist das ungesund für dich. Sonne ist gesund. Wenn du einen Sonnenbrand hast, dieses Symptom, dann gehst du nicht auch noch an die gesunde Sonne. Und wenn du weißt, Sport und Bewegung ist gesund und deine Knie sind entzündet, dann gehst du nicht ins Gym und machst deine Beinstreckerübungen und Kniebeugen mit noch unter Belastung oder gehst nicht raus. Und wenn du übergewichtig bist, dann rennst du nicht draußen rum, sondern du nimmst Walking-Stöcke und beginnst eben langsam und sagst, ich beginne bei minus 10 und werde auf plus 100 kommen. Lass dir die Zeit. Zeit ist sehr, sehr wichtig. Sanftes Entgiften und nicht beim Entgiften nochmal vergiften. Also, wenn du so ein Leaky Gut hast, dann gilt selbst Sauerkraut nicht. Sauerkraut ist doch gesund. Wie kann? Für den Moment geht es nicht für dich. Wie das Beispiel mit der Sonne. Sonne ist doch gesund. Ja, du hast jetzt aber einen Sonnenbrand. Dann geh nicht an die Sonne. Dann schütze dich erstmal einen Moment, bis du wieder im Gleichgewicht bist, dein Sonne, dann kannst du wieder an die Sonne. Nicht so viel, sondern nur das, was für dich bestimmt ist. Und dann kannst du das trainieren. Dann kannst du so oft an die Sonne, wie du willst. Das muss man einfach den Körper langsam gewöhnen. Wenn du die ganze Zeit nur wie ein Schweizer Käse hier, wie ein Weißkäse, irgendwo im Schatten sitzt den ganzen Winter und zu wenig Vitamin D3 hast, Spiegel, dann noch viel mehr. Und wenn du übersäuert bist, deine Haut, bekommst du noch mehr Sonnenbrand und so weiter. Das heißt, erstmal diese Dinge verstehen. Was können wir tun? Diese Dinge verstehen, die ungesund sind für uns. Vorher muss ich nicht, und ich erkläre das immer wieder, daran denken. Wie soll ich denn entgiften? Nein, und jetzt, wenn ich das verstanden habe, alles Ungesunde runterfahren, dann hat mein Körper wieder Luft. Ich kann immer nur, das ist immer nur dasselbe. Und in unserem Fall eben mit Zeolit. Das heißt, erstens den Körper nicht mehr belasten mit Ungesundem, dann hat er wieder Luft und kommt wieder in die Selbstheilung. Und mit all diesen Superprodukten machen wir nichts anderes als, jetzt in unserem Fall, was ich als bestes oder meiste der Entgiftung empfehle, Zeolit. Nichts anderes als mit diesem wunderbaren Mittel Zeolit den Körper unterstützen beim Entgiften und beim Ausleiten mit genügend Wasser. Wasser ist sehr, sehr wichtig, gesundes Quellwasser. Also, das ist das Grundprinzip. Auf der einen Seite das Ungesunde runterfahren, auf der anderen Seite das Gesunde hochfahren. Mehr kannst du und sollst du nicht tun. Irgendwelche Medikamente dazugeben. Symptome behandeln und auf der anderen Seite wieder neu erzeugen. Keine gute Idee. Kannst du uns denn sagen, wir haben ja jetzt dieses Naturzeolit Ultrafein, ich halte das auch nochmal eben hier in die Kamera, so sieht dieses wertvolle Naturzeolit aus. Das kannst du bei uns im Webshop erwerben. Den Link dazu findest du selbstverständlich auch unten in der Videobeschreibung und auch auf unserer Webseite gibt es noch sehr viele interessante und ausführliche Informationen, warum Zeolit ein Meister der Entgiftung ist. Kannst du uns denn aber jetzt für die Zuschauer mal kurz und knapp erzählen, denn wir wollen in einem nächsten Interview noch detaillierter darauf eingehen, was genau ist Zeolit eigentlich? Zeolit ist ein Vulkangestein. Ganz einfach erklärt, welches die Fähigkeit hat, Giftstoffe zu binden. Es senkt zum Beispiel Histamin. Viele haben jetzt, wo der Frühling kommt, zu hohe Histaminwerte, weil die sogenannte DAO, die Diaminaminooxidase, nicht mehr richtig funktioniert. Warum? Es hat alles mit dem Darm zu tun. Wenn die Darmschleimhaut nicht mehr dicht ist oder nicht mehr richtig
die ist nie hundertprozentig dicht, aber nicht mehr richtig abdichtet. Und dann gehen Giftstoffe durch und die gehen dann ins Blut. Irgendwer muss das entgiften. Die Leber und die Nieren müssen viel mehr arbeiten und so weiter. Und das macht dann Restless Legs von der Schulmedizin unheilbar. Die geben dann einfach irgendwelche Psychopharmaka, um die Leute zu beruhigen, dass sie noch schlafen können. Nein, die wiederum machen andere Symptome, sogenannte unerwünschte Wirkungen, auch Nebenwirkungen und so weiter. Also Zeolit, ein Vulkangestein, hat die Fähigkeit, Giftstoffe zu binden, wie zum Beispiel Schwermetalle und ich sage sogar Mikroplastik und so weiter. Warum? Wie funktioniert das also? Oft liest man im Internet, Zeolit würde wie ein Schwamm Gifte binden. Ja, genau so wie bei allen anderen Dingen wird auch bei Zeolit so viel Unwissen verteilt von Leuten, die das überhaupt nicht verstanden haben, wie Zeolit oder Bentonit und diese sind Aluminiumsilikate. Es gibt über 150 Arten Zeolite auf der Welt. Viele sind für die Industrie gedacht, für die Wasserreinigung und so weiter. Und es gibt eben wenige. Und ein Zeolit muss geprüft werden. Es gibt nur wenige Minen, die dafür prädestiniert sind, dass man dieses Zeolit dann also im Labor prüfen kann, auf Schwermetallbelastung und so weiter, so. Und dann medizinisch zertifizieren kann. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Oder es wird verkauft ein flüssiges Zeolit. Das ist kein Zeolit. Ich trinke mein Zeolit auch flüssig. Ich gebe Pulver rein und ich verrühre es und trinke es. Also, und wenn dann gesagt wird, Zeolit funktioniert wie ein Schwamm, das die Gifte binden kann. So, das ist einfach nur Blödsinn. Und so kommen die Leute in die falsche Richtung, weil sie gar nicht verstehen, wie Zeolit funktioniert. Zeolit funktioniert mit selektivem Ionentausch. Was bedeutet selektiv? Ausgewählt. Und Zeolit heißt ja nicht umsonst der Meister der Entgiftung oder Zeolit, Zeo von Stein, respektive Lithos von Stein oder Zeolit. Warum? Der weiße Stein. Das heißt nicht umsonst der weiße Stein, weil Zeolit kann sogar unterscheiden mit dem selektiven Ionenaustausch, welche Schwermetalle angezogen, gebunden dann über das Gesteinspulver und mit Wasser gebunden und ausgeleitet werden können. Und da kommt was ganz Wichtiges dazu, Wasser. Wasser ist ein Stoff, der beides kann. Wasser ist ein Lösungsmittel, wie wenn du zu Hause eine Pfanne, die angebrannt ist, putzt, geht es viel besser mit warmem Wasser. Was haben wir gelernt in Yin und Yang? Warm entspannt, löst die Dinge auf, kalt sie zusammen. Gefroren, hart, oder? Ein etwas, was gefriert. Ja? Also warm entspannt, auch für unseren Körper. Kälte zieht zusammen. Also, und Wasser ist ein Lösungsmittel. Wasser ist aber auch ein Bindemittel. Wenn du einen Teig machen willst und du hast zum Beispiel in einer Schüssel Mehl und so weiter und ein bisschen Prise Meersalz und so weiter, dann bindet das nicht. Dann brauchst du Wasser. Dieses Lösungsmittel Wasser, was dann binden kann. Wenn du aber zu viel, und das ist in der Indologie so wunderbar erklärt, wenn du aber zu viel dazu gibst, denn Yang im Extrem schlägt um in Yin im Extrem und Yin in seinem Extrem schlägt um in Yang im Extrem. Also wenn du dann diesen Teig hast und du zu viel Wasser noch unter dem Wasserhahn, zu viel Wasser dazu gibst, zu viel von diesem Bindemittel Wasser und eben auch Lösungsmittel Wasser, löst sich der Teig irgendwann mal wieder auf. Wenn du so viel Wasser gibst, dann hast du einen Brei nur noch da drin. Wenn du es noch besser gibst, dann hast du nur noch, kannst du Seitan machen. Für alle, die es kennen, hast du nur noch das Weizengluten. Also nur noch der Kautschuk sozusagen. Und daraus kann man dann dieses Weizenprotein, also Seitan, schneiden und braten und so weiter. Ich kenne alle so Vegetarier oder Veganer. Kommt aus der Makrobiotik. Also, Wasser ist sehr, sehr wichtig dabei. Und Zeolit funktioniert eben nicht wie ein Schwamm, denn wenn du einen Schwamm zu Hause nimmst und irgendwas putzen willst auf dem Tisch, dann saugt dieser Schwamm alle Stoffe ein. Und so funktioniert selektiver Ionentausch nicht. Zeolit würde ja sonst alle, auch die wichtigen Mineralstoffe und Schwermetalle, wie auch Zink zum Beispiel, binden und ausleiten. Nein, das ist nicht der Fall. Warum? Weil Zeolit bindet nur niedermolekulare Stoffe.
So, das geht dann so ins Detail und dazu habe ich ein 70-seitiges Gratis-E-Book geschrieben. Es gibt einen Vergiftungsrechner dazu und ich bin auch daran, ein über 500-seitiges Buch zu schreiben, nur über Zeolit und Bentonit, weil das so interessant ist. Entgiften mit Zeolit. Also, Zeolit funktioniert mit selektivem Ionentausch. Und wenn du weißt, dass zum Beispiel Schwermetalle, es ist ja immer nur das Thema, es gibt immer nur ein Thema, Säuren und Basen. Und Schwermetalle zum Beispiel sind sauer. Wir brauchen einige davon, ja, wir brauchen sogar Quecksilber, alles, aber nur in Spuren. Und das, was ich am Anfang erklärt habe, diese Spuren sind nicht, diese Schwermetalle sind nur nicht mehr so vorhanden, sondern in zu großen Spuren. Das heißt, der Körper kann Schwermetalle nicht so ausleiten über die Nieren. Alle Metalle sind sauer, außer Titan. Warum denkst du, gibt die Schulmedizin, die Medizintechnik den Menschen Titangelenke? Weil sie es genau wissen. Und eben diese Schwermetalle, die haben positiv geladene Ionen. Und Zeolit hat negativ geladene Ionen. Negativ und positiv. Wie funktioniert zum Beispiel Elektrizität? Der Stromfluss? Immer nur in eine Richtung. Warum? Yin und Yang. Säuren und Basen. Tag und Nacht. Positiv geladene, sauer. Negativ geladene. Zeolit kommt mit den negativ geladenen Ionen, bindet diese und sie werden dann neutralisiert. Denn wenn ich mehr negativ geladene Ionen habe als positive. Wann ist Yin stärker als Yang? Dann, wenn ich ihn mehr davon habe. Wann ist ein Mensch, den du sagst, er ist in der Tendenz mehr Yin oder mehr Yang? Ja, dann, wenn in der Tendenz mehr Yang da ist, wird er mehr Yang in der Tendenz. Und wenn in der Tendenz, wie Frau und Mann, mehr Yin da ist, wird er mehr Yin in der Tendenz. Sind immer Tendenzen. Und genau so ist es. Ich kann in der Tendenz, in der Bilanz, meine Zellen übersäuert haben. Mein Blut kann quasi nie übersäuern. Das ist die Homöostase, die Weisheit des Körpers. Das heißt, mein Blut muss immer einen pH-Wert haben von 7,34 bis 7,44 und so, ungefähr so. Das heißt, es kann nur 0,3 nach oben, 0,3 hohen pH-Wert potenziell hydrogenig. Nur so, es mag nur wenig hier erleiden oder ertragen. Und dieses Blut sagt dann, von selber, wenn es sein Bewusstsein hätte, hat es ja auch. Ja, du gibst mir die ganze Zeit nur säurebildende Stoffe. So. Und sobald du dann Zeolit dazu gibst, und zwar nicht eine 10-Tages-Kur, sondern immer täglich für dein Leben lang. Warum macht es Sinn, täglich zu entgiften? Weil wir täglich vergiften. Und wenn jemand heute, egal ob er 18, 20, 30, 50, 80 oder 90 Jahre alt ist, an dem Tag, vorher hat er das nie gemacht. Er beginnt also in der Mitte seines Lebens zu entgiften. Vorher hat er das nie gemacht. Das heißt, die momentane Entgiftung, das heißt, Gifte kommen, die fängt er gleich ab und entgiftet diese wieder und bindet diese und vergiftet so man nicht mehr neu. Wenn er alle diese Dinge einhält, die ich erklärt habe, nicht mehr neu vergiften, perfekt, keine Zahnseide, nicht mal die kleinsten Dinge, die wir alles mal weglassen. Aber was ist mit den Altlasten? Und deshalb macht es Sinn, diese Altlasten, die brauchen Zeit, damit es sanft aus dem Gewebe, Gehirn, Fettgewebe, Bindegewebe, wieder zurück ins Blut, wo das abgefangen wird, auch in den Zellen, gebunden, oder? Wird und ausgeleitet mit dem Lösungsmittel und Bindemittel und Lösungsmittel Wasser. Wasser ist etwas Wunderbares, hat eben die Fähigkeit für beides. Und so ganz einfach funktioniert eben Zeolit nicht wie ein Schwamm, sondern selektiv. Vielen lieben Dank für diese wertvollen Erklärungen, André. Du hast es gerade selber auch schon angesprochen, denn ich wollte auch gerne den Hinweis eben noch geben. Du hast ein sehr wertvolles und interessantes E-Book, gratis E-Book darüber geschrieben, wie wichtig Naturzeolit Ultrafein der Meister der Entgiftung ist. Und auch den Link, lieber Zuschauer, findest du natürlich unten in unserer Videobeschreibung. Ich kann dir nur sehr empfehlen, dir dieses gratis E-Book runterzuladen und da nochmal detailliert nachzulesen, was für ein Meister dieses Pulver hier denn tatsächlich ist. Lieber André, lass uns beim nächsten Mal noch gerne detaillierter darüber sprechen, was Zeolit alles kann, wofür wir es nutzen können, wie wir es anwenden sollten, denn das ist auch sehr, sehr wichtig. Da gibt es einige Dinge zu beachten und deswegen, lieber Zuschauer, solltest du das nächste Interview auf gar keinen Fall verpassen. Vielen Dank, lieber André. Ja, danke auch.
Wenn du bereits jetzt mehr über diesen Meister der Entgiftung erfahren möchtest, Naturzeolit Ultrafein, dann findest du weiterführende Informationen auf unserer Website. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann lass uns gern einen Like oder Kommentar da und vergiss nicht, es mit deinen Freunden und Bekannten zu teilen. Und damit du auch das nächste wertvolle Interview zum Thema Zeolit und wie dies explizit in deinem Körper wirkt verpasst, solltest du auf jeden Fall unseren YouTube- als auch Telegram-Kanal abonnieren. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten Hier und Jetzt.